Sie haben natürlich schon in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten und Jahren diskutiert, haben begonnen, darüber nachzudenken, was funktioniert, was nicht, wo bestimmte Stellschrauben nochmal gedreht und geändert werden müssen und justiert werden müssen. Und wir wollen jetzt gleich in einem Gesprächskreis der Themenpaten ein bisschen ausloten, was da so zusammengekommen ist an Ideen und Impulsen. Volker Mayer-Gurkel hat es gerade eben schon angesprochen, durchaus auch Widersprüchliches, durchaus auch Diskussionswürdiges. Aber genau darum geht es ja, diese Debatte am Laufen zu halten und zu schauen, was passieren kann, was passieren sollte, was passieren muss und was vielleicht auch gar nicht passieren darf. Ihren eigenen Themenbereich, den kennen Sie natürlich, sofern Sie mitgearbeitet haben. Sie wissen, wo welche Diskussionen da geführt wurden. Aber es gab eben 6 solcher von Themenpaten betreuter Bereiche. Und um einen Einblick zu bekommen in das, was dort passiert ist, würden wir gerne in diese Runde einsteigen mit einem kleinen Film, in dem wir Ihnen die Arbeit der Themengruppen noch einmal vorstellen. Film ab. Generell ist es so, dass wir festgestellt haben, dass Digitalisierung ein Treiber ist, auch ein Katalysator. Viele der Probleme, die wir diskutiert haben, sind nicht neu. Sie werden aber sehr viel dringender und drängender in ihrer Lösung, eben durch die Digitalisierung. Wenn man über die Organisation, wenn man über Finanzierung, wenn man über das Recht nachdenkt, dann stellt man sehr schnell fest, dass man sich auf Themengebiete begibt, in denen der Teufel im Detail steckt. Ich glaube, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, über Landesprogramme oder über Programme des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, dass dann doch die Zahl der Hochschulen, die sich mutiger in dieses Feld hineinbegibt, deutlich steigen wird. Dieser Punkt ist erreicht. Wir leben ja in einer Zeit, die doch sehr von Krisen geprägt ist. Und ich glaube auch, dass gerade Digitalisierung hier noch mal ganz neue Möglichkeiten schafft, mit Ländern zu kooperieren, wo man vielleicht physisch nicht mehr gerne hinreisen möchte. Und wenn man ganz weit gehen will, könnte man an Sachen denken wie Augmented Reality. Man denkt an Pokémon zum Beispiel. Könnten wir sowas auch in der Hochschule verwenden, um etwas zu lernen, um Bildung zu vermitteln? Das ist natürlich von der Produktion her alles ein Wahnsinnsaufwand. Aber auch dieser Aufwand für die Produktion wird immer schlanker. Die Personen, die Stakeholder, wie es so schön heißt, kennen sich langsam in Deutschland. Wir haben eine große Zielgruppe erreicht, aber jetzt geht es wirklich darum, die Übersetzung der Arbeitenideen und auch die nachhaltige Fortschreibung der Ideen. Und da bin ich natürlich auf die nächsten Jahre sehr gespannt, wo wir dann wirklich in 5, in 10, in 15 Jahren in Deutschland stehen werden. Ja, ein kurzer Einblick war das schon in das, was die Themenpaten uns mitgebracht haben. Ich darf Sie alle 6 auf die Bühne bitten und freue mich, wenn Sie hier nach oben kommen. Frau Rühland, Herr Pongratz, Herr Müller, Herr Lowischach, Herr Heuer und Herr Jäckel. Sie hatten Hausaufgaben, ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Es gab Filme, Vorbereitungsfilme zu den Themengruppen, die standen Ihnen zur Verfügung im Netz. Ich hoffe, Sie haben die alle angeguckt. Im Sinne eines Flipped Classrooms können wir dann jetzt sehr, sehr gut organisieren. Sie dürfen noch hier rüberkommen, ruhig. Das ist alles nicht schlimm. Ich stehe, alles gut. Ein Mikro fehlt, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Wenn Sie diese Videos nicht angeguckt haben, kein Problem. Die sind immer noch auf der Homepage, können Sie nachholen. Wir wollen hier ein bisschen die Chance nutzen, um mal drauf zu gucken, ja, ob es sowas wie Arbeitsaufträge gibt, ob es sowas wie Ideen gibt, die hier heute in den Tag in die Konferenz, in die Abschlusskonferenz eingebracht werden sollten, weil sie eine besondere, eine wichtige, eine entscheidende Rolle spielten in den Gruppen, in denen sie als Themenpaten mit dabei waren. Ich würde sagen, wir gehen einmal so die Gruppen durch und gucken, ob es Schnittmengen gibt, möglichst fokussiert formuliert. Ich hatte Ihnen ja gesagt, so in 2 Minuten etwa, wenn Sie sich dran halten, freuen sich alle. 2 Minuten, ja, ja. Herr Müller hatte vorhin schon diskutiert mit mir, ob das überhaupt geht. Internationalisierung und Marketingstrategien, das war eine der Gruppen, eines der Themenpakete, das bearbeitet wurde. Frau Rühland, Sie waren die Berichterstatterin. Ja, ich will versuchen, das in der Zeit und möglichst strukturiert kurz vorzustellen. Wir haben uns auf 3 große Themenplexe konzentriert. Das eine ist Mobilität, und zwar in, out und auch at home, Kooperationen zwischen Hochschulen weltweit und Marketing.
Und wir haben Folgendes herausgearbeitet. Zum einen ist Digitalisierung genauso ein Querschnittsthema wie Internationalisierung. Was ist aber nun tatsächlich der Mehrwert? Was können wir damit auch wirklich erreichen? Was sich in allen Bereichen gezeigt hat, ist, dass man ganz vieles, die gesamte Mobilität flankieren kann. Man kann sie vorbereiten, man kann sie begleiten, man kann sie nachbereiten. Und es wird damit wahrscheinlich gelingen, eine erhebliche Qualitätsverbesserung zu erreichen. Gleiches gilt auch für die Kooperation. Wir wissen, dass heute Hochschulen nicht mehr immer nur bilateral, sondern zum großen Teil auch in Netzwerken arbeiten. Man braucht virtuelle Räume und all das ist im Grunde nur über Digitalisierung zu erreichen. Und ich hatte auch schon darauf hingewiesen, über Digitalisierung können sich Hochschulen auch nochmal ganz neue Zielgruppen erarbeiten. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Mögen es Krisengebiete sein, aber ich denke auch Lifelong Learning, da wird das nochmal eine ganz große Rolle spielen. Wir haben uns natürlich intensiv mit einem Punkt beschäftigt. Was für Konsequenzen hat virtuelle Mobilität? Ist sie möglicherweise sogar vielleicht eine Gefahr in Anführungsstrichen für reale Mobilität? Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, haben ja auch einige Studien gemacht, dass dem nicht so der Fall ist, sondern dass das eigentlich ein erheblicher Mehrwert ist. Was bleibt nun zu tun? Zum einen muss man die beiden Themen, glaube ich, in Zukunft ganz, ganz stark zusammendenken, zusammenführen und ähnlich wie Internationalisierung, und es wurde ja auch schon darauf hingewiesen, auch von der Ministerin, wird man das auch strategisch von Hochschulseite angehen müssen, wenn es denn dann tatsächlich auch umgesetzt werden soll. Und last but not least, man wird das Ganze auch finanziell flankieren müssen, denn das ist, glaube ich, auch deutlich gewesen, das kostet auch Geld. Und insofern, denke ich, sind auch die Geldgeber gefordert. Herr Greisler sitzt ja direkt schon so in meinem Blicke. Also wird es einfach auch Incentives von politischer Seite geben müssen. Dankeschön. Herr Greisler hat auch eine ganz, ganz dicke Aktentasche dabei, wahrscheinlich mit ganz vielen Blankoschecks. Vielen Dank, Frau Rühland. Wir machen weiter mit Themengruppe 2, Change Management und Organisationsentwicklung. Ich habe mir drei Punkte vorgenommen, von denen ich glaube, dass sie für Ihre Arbeit in Zukunft wichtig sind und die Resultat sind der Arbeit unserer Arbeitsgruppe. Das erste ist, ganz offensichtlich ist die Breite der Nutzung digitaler Medien sehr unterschiedlich an den Hochschulen. Wir haben Fälle, in denen man gerade begonnen hat vor einigen Jahren und wir haben Fälle, in denen man 15 Jahre am Arbeiten ist. Und es ist gar keine Frage, dass ganz offensichtlich das allgemeine Tempo auf all diesen Ebenen sich gesteigert hat. Wir sind sozusagen in einer Phase, in der selbst die, die gerade angefangen haben, mit relativ großer Geschwindigkeit vorwärts zu kommen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das Interessante ist, und das ist eben schon in den Reden angeklungen, einige Hochschulen haben begonnen, ganz wenige, aus diesem Prozess der steigenden Einführung von digitalen Medien einen profilbildenden Prozess zu machen. Und das bedeutet, dass Sie den digitalen Medien in Lehre und Studium eine hervorragende Rolle beimessen. Und ich will nur auf einen Punkt hinweisen, das sind bisher relativ wenige. Das bedeutet auch, dass man sich löst von der Förderung einzelner Projekte und übergeht zur Förderung von Programmen. Und das wäre für mich das erste Stichwort, Übergang von der Projekt- zur Programmförderung. Wir sind in einer Phase angekommen, in der wirklich komplette Programme umgestaltet werden können. Das heißt nicht, in allen Veranstaltungen digitale Medien einzusetzen, aber doch die Programme so zu gestalten. Zweitens, Strategie bedeutet, es wird leider häufig vergessen, nicht nur Entwicklung eines Konzeptes, sondern Umsetzung des Konzeptes. Und in diesem Sinne haben die deutschen Hochschulen sehr unterschiedliche Wege gewählt. Man könnte sagen, sie haben sich für Wege entschieden, in denen es permanent iterative Schleifen gibt zwischen Konzeptentwicklung, Erfahrung sammeln und Umsetzung, Erfahrung sammeln, neuer Konzeptentwicklung. Das ist auch gar nicht problematisch. Ich habe gerade eine interessante Literaturstelle gelesen von dem berühmten Herrn Mintzberg, in der im Grunde steht, man würde das auch Unternehmen vorschlagen, jetzt sich nicht mehr einzubilden, eine Phase der Konzeptentwicklung und eine der Umsetzung, sondern diese iterativen Schleifen. Also an diesem Punkt sind die Hochschulen eher Vorreiter vor den Unternehmen und nicht Hinterherläufer. Wichtig ist jetzt dabei, es gibt gute Konstellationen, es gibt schlechte Konstellationen. Und ich will Ihnen nur die Guten nennen, weil die Schlechten sind so häufig genannt worden. Die Guten zeichnen sich dadurch aus, dass die Präsidien sich verantwortlich fühlen. Für die Finanzen, für die Politik, für die Gewinnung von Menschen, die noch nicht überzeugt sind in schwierigen Phasen. Zweitens, dass wir zentrale und immer häufiger auch dezentrale Einrichtungen haben, die den Lehrenden und Lernenden Unterstützung geben. Und zwar nicht nur in Informationstechnik, sondern in Mediendidaktik. Es ist im Grunde das Zeitalter der Mediendidaktik.
Und das bedeutet eigentlich, dass wir eine Situation haben, in der die Lehrenden und die Lernenden auch die Chance haben, sich zu informieren. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wir haben interessanterweise, und der Hintergrund ist eine Befragung, eine intensive Befragung von Leitungspersonal von etwa 14 Hochschulen. Ich bin mit der Annahme angetreten, dass die Studierenden Vorreiter sind, Pioniere. Und das ist leider ein Irrtum. Sie haben eine hohe alltagspraktische Medienkompetenz, sie nutzen sie aber nicht in der Hochschule, sondern sie nutzen sie nur für die ganz trivialen Dinge. Mir ist noch nicht so richtig klar, woher das kommt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Hochschulen, die sich bemüht haben, die Vorreiter unter den Studierenden tatsächlich einzubeziehen, die haben erstaunliche Erfolge. Das ist aber kein Punkt, der abfällt, um den muss man sich bemühen. Wir haben, das ist die Schlussthese, unter den Lehrenden keine Verweigerer gefunden. Wir haben aber viele Skeptiker und Skeptikerinnen gefunden. Und das will ich gleich dazu sagen, die haben völlig recht. Der bisherige Aufwand für anspruchsvolle Konzepte ist zu hoch und der Ertrag ist zu gering. Erst dann, wenn es niederschwellig wird und der Aufwand gering wird, man es im Grunde Alltag lernen kann, man gut betreut, man gut beraten wird und dann Belege dafür hat, dass die Veranstaltungen besser geworden sind. Und besser heißt ja, es brechen weniger ab, es sind mehr mit einer höheren Motivation dabei, die Eigenständigkeit wächst. Erst wenn diese Relation zwischen dem hohen Aufwand und den geringen Erfolgen in das Gegenteil sich verkehrt, der Aufwand gering wird und die Erfolge groß, dann glaube ich, werden sehr viele Lehrende mitmachen. An dem Punkt bin ich ganz optimistisch. Der Take-off hat begonnen. Vielen Dank, Herr Müller. Wir machen weiter mit der Themengruppe 3, Curriculum Design und Qualitätsentwicklung. Das ist Herr Heuer, glaube ich, ne? Das ist zwar die Themengruppe 5, aber Themengruppe 5, die steht bei mir in einer anderen Reihenfolge drauf. Dann nehmen wir Themengruppe 5, so wie sie hier drauf dann steht. Dann übernehme ich einfach mal. Ich glaube, wir müssen heute sehen, dass digitale und analoge Elemente Hand in Hand gehen. Sie dürfen nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Randbedingung. Es geht eben darum, die Möglichkeiten der digitalen Lehr- und Lernszenarien so zu gestalten, dass sie einen Mehrwert bieten, einen Mehrwert für die Lehrenden und für die Lernenden. Was aber immer wichtig ist, dabei zu beachten, ist, dahinter, sowohl in der Entwicklung als auch in der Betreuung, stehen Menschen. Sie sind nicht ersetzbar. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir die nötigen personellen, institutionellen Ressourcen bereitstellen und diese auch nachhaltig gestaltet werden, damit eben dieser Mehrwert auch dann seine Nachhaltigkeit entfalten kann. Es bedarf allerdings auch der Medienkompetenz und der Informationskompetenz auf beiden Seiten. Dieses Thema muss integraler Bestandteil der Curricula werden, die Vermittlung und der Erwerb von entsprechenden Kompetenzen. Und Frau Ministerin, Sie hatten es ja angesprochen, die Rahmenbedingungen, ob das nun das Urheberrecht ist, Kapazitätsverordnung, Deputatsregelung, Datenschutz, das sind ja alles Themen, die hier implizit eben mit verbunden sind. Ein zweiter Punkt, den wir uns in der Gruppe gewidmet haben, war die Öffnung der Hochschulen. Es geht darum, eben die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um neue Zielgruppen anzusprechen, aber auch die Diversität der Studierenden besser in den Griff zu bekommen. Eben fiel ja auch das Stichwort der Individualisierung, der Personalisierung. Und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Möglichkeit der Verzahnung mit der Berufspraxis. Hier ergeben sich auch neue Möglichkeiten des berufsbegleitenden Lernens, des lebensbegleitenden Lernens. Ein Thema, mit dem wir, oder das dritte Thema, wo wir uns in der Gruppe mit beschäftigt haben, ist die Qualitätsentwicklung. Es ist, glaube ich, eine Conditio sine qua non, dass für die digitalen Lehr- und Lernszenarien die gleichen Qualitätsstandards gelten müssen, auch die gleichen Verfahren, Stichwort Akkreditierung, wie für die analogen. Was mich aber allerdings dann umtreibt in diesem Kontext, und da stehen wir erst am Anfang, das ist die Frage der Anerkennung, der Zertifizierung und der Anrechnung von außerhalb der Hochschulen erbrachten Leistungen, Wissen. Es werden immer mehr Studierende zu uns kommen und die sagen, ich habe das außerhalb der Hochschule erworben, ich möchte das angerechnet bekommen, ich möchte es anerkannt bekommen. Und dann stellt sich für uns, ich möchte es mal überspitzen, die Frage, wie gehen wir um mit Google-Zertifikaten? Wie gehen wir um mit Microsoft-Kreditpunkten? Wie gehen wir um mit Nanodegrees von Facebook? Was tun wir, wenn die Zertifikate oder diese Kreditpunkte von Unternehmen in der Arbeitswelt mehr Bedeutung erreichen als
die Abschlüsse von konventionellen Hochschulen. Das sind Fragen, die noch offen sind. Hier, wie gesagt, stehen wir am Anfang und hier müssen wir Verfahren und Standards entwickeln. Das wird auf die Hochschulen zukommen. Herzlichen Dank, Herr Heuer. Es geht weiter mit Herrn Lovischach und der Frage, welche Innovationen in Lern- und Prüfungsszenarien denkbar sind. Eins hatten Sie ja im Film schon angesprochen, Pokémon Go. Ja, wir haben in unserer Themengruppe uns einerseits das Lernen und Lehren mit Computer, Handy, Internet und so weiter angesehen. Andererseits auch das Prüfen. Ich glaube, die erste Innovation, die man erwähnen muss, ist, dass Prüfen und das Lehren, Lernen mehr integriert werden können. Man kann ständig prüfen. Stichwort formative Assessments. Man muss viel mehr das Lehren und Lernen zusammendenken. Ist schon eine ganz wesentliche Innovation an der Stelle. Wir haben uns die Anwendungen angeguckt in Deutschland, weltweit. Wir haben uns die Trends angeguckt. Erfahrungen vor allen Dingen auch angesehen, was funktioniert anderswo, was funktioniert nicht anderswo, Deutschland, weltweit. Nächster Punkt, der auffällig war, es ist sehr schwierig, wenn man das versucht, sich anzugucken, wie der Stand der Technik ist, was sind die Trends, was sind die aktuellen Anwendungen, zukünftigen Anwendungen. Es ist sehr schwierig, die Stimme der Studentinnen und Studenten einzufangen. Wir haben an vielen Stellen auch versucht, Studentinnen und Studenten einzubinden, aber soll ich sagen, es ist schwierig, wirklich die Leute aus der Breite mitzubekommen. Man bekommt die Studentinnen und Studenten, wenn sie so wollen, aus der ersten Reihe, die Vorzeigestudentinnen und Studenten, aber es ist schwierig, in der Breite was zu erfahren. Deshalb haben wir auch dann an das CHE-Ranking eine Umfrage angedockt, um zumindest auf diesem Wege was zu erfahren. Und was hier gerade auch schon angeklungen ist, was herauskommt, ist eben tatsächlich, dass die Studentinnen und Studenten doch sehr stark angebotsgetrieben sind. Sie nutzen das, was von der eigenen Hochschule angeboten wird. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf Seiten der Hochschulen mehr anbieten und wahrscheinlich aber auch die Studentinnen und Studenten vielleicht, darf man das heute sagen, etwas dahin erziehen, dass sie auch mehr fordern an der Stelle. Was man dann auch bei der Umfrage gesehen hat, was genutzt wird in der Breite, das wissen wir alle, PowerPoint und zumindest bei den Medizinern, die E-Klausuren. Es gibt viele Leuchttürme, aber die interessanten, fortschrittlichen Techniken, Technologien sind noch nicht wirklich in der Breite angekommen. Deshalb gleich dann auch die Session unserer Gruppe hier an genau dieser Stelle um 11.15 Uhr zu dem Thema, wie man von den Leuchttürmen in die Breite kommt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lovischach. Weiter geht's mit Hans Pongratz und den neuen Geschäftsmodellen, den Technologien und den Ideen vom lebenslangen Lernen. Ja, ein spannender Dreiklang, Sie haben ihn schon genannt. Im Endeffekt hatten wir vorgegeben diese drei Bereiche, neue Geschäftsmodelle und Kooperationsmodelle, dann eben auch die neuen Technologien und das lebenslange Lernen. Beim lebenslangen Lernen sehen wir große Potenziale für die Hochschulen in Deutschland, neue Zielgruppen zu erschließen, auch neue Geschäftsmodelle einzusetzen, die vielerorts noch gar nicht in Diskussion sind. Aber wir viele Beispiele gefunden haben, wie es doch klappen könnte. Und ich denke, hier ist die Chance für die Hochschulen, auch eigene Wege zu finden, ein eigenes Profil auszubilden, auch im Bereich der Digitalisierung. Wobei die Digitalisierung, ich finde es immer so spannend, ist, an sich sind wir ja schon sehr digital. Also wir schreiben seit 30 Jahren E-Mails, seit 25 Jahren haben wir das World Wide Web. Die Folien sind inzwischen eigentlich die meisten auf, sage ich mal, PowerPoint. Aber uns geht es ja um mehr. Es geht jetzt praktisch um die Optimierung der, sage ich mal, Supportprozesse auf der einen Seite, dass wir eben unsere Zeit ideal nutzen, auf der anderen Seite aber auch eben um mehr Fantasie, sage ich mal, im Bereich zum Beispiel Augmented Reality, Virtual Reality, die Vielzahl der Spiele, die jetzt auch am Markt sind. Ich selber habe es auch gespielt mit meinen Kindern und ich sehe da wirklich großes Potenzial. Wir müssen trotzdem aber sehen, es ist ein Aufwand, es ist sicherlich nicht der Nürnberger Trichter, also dass wir dann einfach nur noch wie in irgendwelchen Filmen einen Stecker einstecken bei unserem Hirn und dann wissen wir alles oder eine Pille einwerfen, sondern wir müssen uns damit befassen. Und das ist, denke ich, auch die große Aufgabe von uns hier heute, dass wir uns mit dem Thema Digitalisierung befassen. Welche Fantasien haben wir auf der einen Seite? Wo ist da überhaupt der sinnvolle Einsatzbereich und wo brauchen wir es nicht? Alle hier, die Sie hier sitzen, sind ja hier nach Berlin gekommen und schauen sich nicht per Webstream an oder im Video nachträglich oder sowas, sondern Sie wollen sich vernetzen mit uns, Sie wollen sich austauschen und diese Chance sollten wir nutzen und müssen wir auch nutzen. Die Technologien entwickeln sich rasant weiter. Das iPhone ist gerade mal 9 Jahre alt, die Smartphones im Sinne, sage ich mal, 10 Jahre alt, also war die WM hier in Deutschland. Streaming kam damals auf, heute ist es angekommen. Wir nutzen alle in unserem persönlichen Umfeld diese neuen Technologien und erwarten natürlich auch von unserem, sage ich mal, Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern oder halt eben von unseren Institutionen, dass sie es dann auch möglichst schnell nutzen. Dafür muss ich aber abschätzen, welche Technologie setzt sich durch,
Nicht jedes neue Konzept ist auch eins, das sich wirklich am Markt bewährt. Wir haben es bei, sagen wir mal, digitalen Welten gesehen. Second Life zum Beispiel ist wieder verschwunden. Andere Netzwerke gibt es noch. Und hier brauchen wir den Austausch innerhalb der Hochschulen, unter den Hochschulen, wo wir dann zusammen beraten können, welche Technologien setzt sich aus unserer Sicht durch, welche können wir auch zusammen betreiben. Nicht jeder muss alles selber machen, sondern wir haben die Chance, hier zusammenzuarbeiten, Ressourcen sinnvoll einzusetzen und auch uns, sagen wir mal, in der Technik zeitgemäß zu entwickeln. Vielen Dank. Und es bleibt die Themengruppe Governance and Policies und die macht Herr Jeckel. Ja. Ja, vielen Dank. Als wir eine erste Zwischendiskussion zu den Themen, die in den einzelnen Gruppen bearbeitet wurden, durchgeführt haben, das war vor der Idee des Digital Turn, wurde unsere Themengruppe gefragt, warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit der Bibliothek? Wenn Sie die gestrige Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen haben, haben Sie sicherlich verfolgt, wie dort der Untergang der Deutschen Nationalbibliothek beschrieben wurde. Aber es geht eigentlich bei diesem Thema, und das hat die Ministerin auch angesprochen, darum, dass bei der Gutenberg-Galaxis die Bibliothek sozusagen das Ergebnis der Frage war, wie müssen wir uns organisieren. Bei der Digitalisierung haben wir noch keine konkurrente Antwort auf die Frage, wie wir uns im Vergleich zu diesem System organisieren müssen. Aber wir haben zumindest die Vorstellung, dass wir etwas ähnlich Großes entwickeln müssen, dass dieser Organisation des, sagen wir mal, des analogen Zeitalters, wobei die Bibliothek, das wissen wir alle, eben weit davon entfernt ist, die Technologie verdrängt zu haben. Im Gegenteil, die Diskussion gestern hat ja gezeigt, in welche Richtung man es interpretieren könnte. Ich schließe mich nicht der Schlussfolgerung, die da gestern gezogen wurde, an. Aber es zeigt, dass wir auf dem Campus des 21. Jahrhunderts offenbar neue Strukturen schaffen müssen, die ihn weiterhin attraktiv halten. Und die Diskussion, als wir hier angefangen haben, war eine ganz andere. Da haben wir uns nur mit der Frage beschäftigt, wie können wir uns retten. Die Diskussion, die von Peter Drucker und vielen anderen angestoßen wurde, Brick oder Click und so weiter. Trotzdem, wenn Sie in den Alltag der Universität hineinschauen, haben Sie dort eine enorme IT-Präsenz und Nicht-Präsenz zugleich. Wir haben auf der einen Seite die Vorstellung, wir müssen, weil die Leute vor uns sitzen und mit Technologien arbeiten, ob im Dienste der Wissenschaft oder nicht, wissen wir nicht immer, aber wir haben die Vorstellung, dass wir das irgendwie integrieren müssen, weil die das dabei haben. Ja? Aber wie Herr Müller schon sagte, die Impulse aus der Studierendenschaft sind eigentlich vergleichsweise bescheiden. Ja? Und da muss man sich fragen, wie muss man die jetzt mehr integrieren? Frau Meyerberger ist heute hier, die in dieser Richtung einiges entwickelt hat, um auch bestimmte Dinge, die jetzt Herr Lowitschak angesprochen hat, stärker nach vorne zu bringen? Oder bleibt das weiterhin so eine Top-Down-Geschichte mit verschiedenen Experimentierphasen? Wie bekommen wir da eine bessere Struktur hinein? Deswegen wollen wir heute in unserer Themengruppe auch diese Frage der Organisation, was kann man machen, in den Vordergrund stellen, beziehungsweise was wurde bislang gemacht? Und dazu gehört eben auch die Frage, dass man sich über das, was man mit Digitalisierung erreichen möchte, verständigen muss. Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, wo man aktiv werden kann. Und je intensiver man hineingeht, umso mehr muss man die Ressourcen umverteilen. Natürlich, Geld ist immer die entscheidende Frage. Aber angenommen, Sie hätten keins und Sie würden wirklich vor der Frage stehen, Sie müssen mit dem, was Sie haben, sich auf eine neue Situation, von der Sie noch gar nicht genau wissen, wie sie aussieht, einstellen. Dann müssen Sie schon entweder Sie entwickeln Kreativität oder Sie laufen irgendwie blind durch die Gegend, Welt verändert hat. Und da, letzter Punkt, kommt das Recht ins Spiel. Und ich muss sagen, die ganze Diskussion über das Recht, die wir geführt haben, war aus meiner Sicht von einer sehr konservativen Grundhaltung geprägt. Ich hatte immer das Gefühl, wir diskutieren nur darüber, was in den jetzigen Strukturen geht, aber wir haben uns relativ selten die Frage erlaubt, oder sie ist gar nicht thematisiert worden, wie muss das Recht eigentlich auf diese neue Situation sich einstellen und nicht immer nur die Vorstellung vermitteln, da ist eine gesetzte Ordnung und die ist gesetzt. Da muss mehr Bewegung hinein. Das ist auch das, was wir in der Governance and Policies Gruppe gelernt haben. Ich danke Ihnen sechs für diese Einschätzung, für diesen ersten Impuls. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir vertiefen das gleich in 2x3 Themengruppen, in der ersten Runde 3, in der zweiten Runde 3. Sie haben jetzt so einen kleinen Eindruck davon bekommen, was dort besprochen wird. Da ich beim Radio arbeite, haben wir jetzt noch ziemlich genau eine Minute, bis die Nachrichten beginnen, beziehungsweise in diesem Fall dann die Themengruppen. Deshalb herzlicher Dank an Sie.